ist das Wichtigste, ist ein Zitat von Hans Josefsson, das aus seinem Atelier stammt. Er hat das wohl häufig während des Arbeitsprozesses gesagt. Sein Arbeitsprozess sah so aus, dass er mit Gips gearbeitet hat, sowohl Dinge ergänzt hat als auch weggenommen hat und während diesem Arbeitsprozess immer wieder einen Schritt zurückgetreten ist und einfach geschaut hat. Er hat die Arbeit auf sich wirken lassen und dann im zweiten Schritt wieder seine Erkenntnisse, die er daraus gezogen hat, wieder umgesetzt. Das Museum zu Allerheiligen ist ein Mehrspartenhaus, doch die Kunst der Gegenwart führen wir als eigenständige Abteilung. Und ich denke, das ist sehr gut und wichtig so, weil wir wissen ja alle, Gegenwart ist sehr rasch auch Geschichte. Und insofern, denke ich, haben die Schaffhauser einen fast visionären Sinn entwickelt, als sie sehr früh Werke von Hans Josefsson, der damals noch eher unbekannt war, angekauft haben. Und ich bin auch stolz darauf, dass hier am Museum zu Allerheiligen seine erste Einzelausstellung außerhalb seiner Heimat Zürich stattgefunden hat, bereits 1975. Die akribische Auseinandersetzung mit der menschlichen Figur ist kennzeichnend für sein Schaffen. Damit hat er sich 60 Jahre mehr oder weniger ausnahmslos auseinandergesetzt. Und mich fasziniert diese Akribie, diese suchende Haltung eines Sujets gegenüber, nämlich dem menschlichen Körper, der menschlichen Figur. Wurde erst in den 90er Jahren wirklich bekannt. Und er ist einer, den man immer wieder entdecken kann und der aus meiner Sicht sowohl in einem klassischen Kontext funktioniert, als auch in der neuen, modernen Gegenwartskunst.